Tor zur Welt und Arbeitsplatz, der neue zivile Flughafen in Mazar-e Sharif. Der zivile Teil des Flughafens in Mazar-e Sharif. Heute wird das neue Terminal und damit auch der gesamte Flughafen eröffnet. Hierfür kommen Vertreter aus der afghanischen Politik, der Armee und Polizei zusammen, denn diese Eröffnung markiert den Abschluss eines besonderen Projektes in Afghanistan. Neben dem deutschen Außenminister sind auch Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen, denn beide Länder haben gemeinsam den Flughafenbau finanziert. 59 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Gleichzeitig war und wird der Flughafen ein Arbeitsplatz für viele Menschen in der Region sein. Bundesaußenminister Guido Westerwelle geht in seiner Rede vor allem auf die Chancen ein, die dieser Flughafen für Mazar-e Sharif bieten wird. Dieser Flughafen wird die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen. Er wird den Menschen das Reisen ermöglichen. Er wird Nordafghanistan und seine Einwohner mit ihren Nachbarstaaten in Zentral- und Südasien verbinden. Dieser Flughafen wird zu einer wirtschaftlichen Integration beitragen. Er wird den Handel beflügeln und Menschen zusammenkommen lassen. Er wird ein sicheres und stabiles Afghanistan fördern. Es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und es gibt keine Entwicklung ohne Sicherheit. Das wird sich auch nach 2014 nicht ändern. Deutschland wird Afghanistan nicht allein lassen. Es gibt noch vieles zu tun, obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass sichtbare Fortschritte gemacht wurden. Nach den Reden zweier afghanischer Politiker und des Außenministers erfolgt die offizielle Eröffnung des Flughafens. Dieser wird bis zu 400.000 Passagiere pro Jahr abfertigen können. Durch das frisch eröffnete Terminal geht es nach draußen auf das Flugfeld, von zahlreichen afghanischen und internationalen Journalisten begleitet. Der Weg geht jedoch zu den deutschen Polizisten, die in den vergangenen Jahren das Sicherheitskonzept des Flughafens entwickelt und ihre afghanischen Kollegen darin ausgebildet haben. Ihnen gilt heute besonderer Dank.